Hallo ihr Lieben, ich war 2 Wochen auf Reisen und habe den Garten sich selbst überlassen. Jetzt nehme ich euch mal mit, um zu schauen, wie es inzwischen hier so aussieht. Was ich im Urlaub so getrieben habe, zeige ich euch am Ende des Videos. Zuerst schauen wir hier in die Abteilung, die satt macht. Hier haben wir den Zuckermais, der ist richtig gut gewachsen in 2 Generationen. Einige Kolben sind hier noch dran geblieben zum Ausreifen, damit ich auch wieder das eigene Saatgut gewinnen kann. Die werden hier auch demnächst geerntet, bevor sie als Tierfutter hier enden, unfreiwillig, oder dann auch schon wieder vergammeln, wenn es regnet. Direkt neben dem Zuckermais sehen wir noch den Boretsch, der hier in der zweiten Runde sich selbst ausgesamt hat, und auch den riesigen Topinambur. Der beginnt jetzt erst in Blüte zu gehen. Ich glaube, das war letztes Jahr eine ganze Ecke eher, dass der geblüht hat. Den können wir uns natürlich im ganzen Herbst und Winter hier frisch aus der Erde ziehen. Vom Kohl können wir uns auch noch eine Weile bedienen und hier hinten die großen Stangenbohnen. Da sind verschiedene Sorten dabei, unter anderem die rotblühende Prunkbohne. Die lassen wir natürlich ausreifen zum Poolen und die werden dann als Trockenbohnen gelagert und können genauso gut wieder als Saatgut dienen. Die Rosenkohlpflänzchen hatten es nicht leicht, einige wurden mir weggefressen und die übrig geblieben sind, sind nicht auf dem besten Standort. Kohl ist ein Starkzehrer und hier merkt man schon, ja, dass die Erde noch ein bisschen was gebrauchen kann. Und diesen schönen Spitzkohl werde ich mir mal holen, bevor den die Schnecken hier noch mehr zerfressen. Die Wintererbse Sima hatte ich auch im letzten Herbst gesteckt und vielleicht erinnert ihr euch, das sind an der Ranghilfe Riesenpflanzen geworden. Davon habe ich natürlich auch wieder Saatgut genommen und wieder in die Erde gesteckt und wir sehen hier schon die ersten Jungpflanzen der Wintererbse. In dem Beet hier dahinter wachsen schon die ersten frostfesten Kulturen. Hier ist der Feldsalat mit dabei, der Spinat. Aber auch Petersilienpflanzen sind ja noch mal frisch mit drin. Daneben sind auch Asiasalate, hier der Red Giant, die können richtig groß werden. Und auch die Posteleien dürfen natürlich nicht fehlen. Die schmecken im Vergleich zu den Asiasalaten wirklich sehr mild und sind auch für Kinder geeignet. Mit verschiedenen Zwiebelsorten machen wir ein paar Experimente. Wir haben sowohl Zwiebeln recht spät noch mal ausgesät, als auch Winterheckenzwiebeln und Lauchzwiebeln hier noch mal in die Beete gebracht. Feldsalat säen wir auch in verschiedenen Sätzen aus, sodass wir da einfach ja, verschiedene Generationen auch in den Beeten stehen haben. Dem Feldsalat macht Frost auch überhaupt nichts aus und der versorgt uns mit frischem Grün bis ins Frühjahr. Eine Pflanze vom Bacieux habe ich auch in den Beeten. Seit Marie von Wurzelwerk den erwähnt hat, ist ja kein Saatgut mehr zu kriegen. Aber ich habe zum Glück jemanden getroffen, der Jungpflanzen hatte und mir eine abgegeben hat. Mal schauen, was der im Winter so macht. Ansonsten ist das die beste Zeit für Salatvielfalt. Hier stehen noch die Sommerkopfsalate drin, aber auch schon die Herbst- und Winterkulturen, sodass das eine Zeit ist, in der besondere Vielfalt herrscht, was Salat und Kräuter angeht. Der letzte Schwung an Buschbohnen wird demnächst auch abgeerntet. Die schneide ich dann kurz über dem Boden ab, die Pflanzen, damit die Wurzeln hier am Boden bleiben. Wer das vielleicht nicht weiß, das tut dem Boden gut und sorgt dafür, dass der Stickstoff besser gebunden werden kann. Mangold und bunte Beete stehen hier auch überall nochmal mit dazwischen. Das sind auch so Sorten, die mit Kälte kaum ein Problem haben. Und hier sehen wir auch nochmal, ja, Salate in verschiedenen Generationen. Hier ist nochmal der Red Bull dabei, in klein schon wieder der Rucola. Die Radicchio stehen hier zwischendrin, aber auch noch ein paar Asiasalate. Auch die Asiasalate haben uns über den letzten Winter wunderbar versorgt. Die enthalten viele Senföle, sind ordentlich kräftig im Geschmack, zum Teil sogar schärfer als Kresse. Zwischendrin stehen hier auch noch ein paar Radieschen und der Chinakohl und auch noch andere Asiasalatsorten. Neu habe ich in diesem Jahr den Queen in Snow, Grün im Schnee, und ja, die anderen Sorten sind schon bekannt aus der letzten Saison. Die Radieschen, aber auch den Spinat sehen wir im Herbst einfach in verschiedenen Generationen aus, auch in verschiedenen Sorten. An Spinat habe ich dieses Jahr den Atlantico neu dabei, aus dem letzten Jahr wieder den Matador und auch den Verdil. Die rote, weiße und gelbe Beete haben wir über den ganzen Sommer geerntet. Hier ist jetzt noch ein Exemplar der weißen Beete und überlege, ob ich mit dem Spitzkohl und noch ein paar Karotten einen schönen Krautsalat mache. Die Beetepflanzen sind eng verwandt mit dem Mangold, das heißt, man kann auch die Blätter der roten oder in dem Fall weißen Beete benutzen. Das muss nicht auf dem Kompost landen, sondern kann wie Mangold oder Spinat als Gemüse auch mit, ja, verwendet werden. Wintersteck, Zwiebeln und Knoblauch dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich habe wieder 3 verschiedene Sorten an Wintersteckzwiebeln hier in die Beete gebracht und beim Knoblauch auch wieder die Bulbillen als auch die Brutzwiebeln aus den letzten Bulbillen als auch nochmal eine Knoblauchzehen gesteckt.
Da haben wir nächste Saison mal einen richtig guten Vergleich. Dazwischen stehen noch jede Menge Kräuter, wie hier der Lorbeer und auch der Stangensellerie. Ist noch gut vertreten. Was ihr links hier seht, ist die Gartenkresse. Lauch bzw. Porree gibt es natürlich auch noch in verschiedenen Generationen. Den holen wir uns im ganzen Herbst und Winter einfach frisch aus der Erde. In der Hochbeetkiste unter dem Gemüseschutznetz steht nochmal geschützt der Porree vor der Lauchfliege. Und auch Knollensellerie wächst hier drin noch. Wunderschön. Für die Chili- und Paprikapflanzen waren die letzten Nächte jetzt schon arg kalt. Ich bin erstaunt, dass die Pflanzen überhaupt noch so gut dastehen. Der Nachbar hat gesagt, es gab schon Frost, während wir unterwegs gewesen sind. Letzte Nacht haben wir dann auch festgestellt, dass wir ja, die Autoscheiben kratzen mussten und schon Bodenfrost herrschte. Manche Pflanzen sehen jetzt etwas traurig aus. Wir werden jetzt noch abernten. Ein paar lassen wir nachreifen. Die Chili haben auch so schon ihre Schärfe. Manche werden auch nur grün, die holen wir uns jetzt noch schön runter. Und auch bei den Tomaten werden wir jetzt schauen, dass wir das, was noch dranhängt, einfach in der Kiste nachreifen lassen. Dann haben wir gut auch im November und Dezember nochmal die roten Tomaten, so wie auch im letzten Jahr. Zumindest die Jalapenos haben es hier zum Teil geschafft, noch rot zu werden, aber auch im grünen Zustand bringt die schon eine ordentliche Schärfe mit. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass die Gartensaison vorbei ist. Selbst wenn die Tomaten jetzt hier rauskommen, das Kräuterbeet steht voll, die Frühbeetkiste ist gerade noch zwischengenutzt für Karotten und Möhren, verschiedene Sorten. Da muss ich jetzt langsam mal schauen, dass die nicht zu eng stehen. Wir holen uns jetzt hier und da die ganz frischen jungen Möhrchen und die anderen haben dann noch den Platz und die Zeit und genug Licht, um groß zu werden. Zwischen die Möhrchen habe ich ja auch schon wieder Knoblauchzehen gesteckt. Das ist dann die Kultur, die hier über Herbst und Winter dann danach wachsen kann. Ich hole mir jetzt noch ein paar frische Möhrchen mehr. Ein paar gehen auch noch an die Nachbarn. Wir haben da den ein oder anderen Tauschhandel. Oh, eine frische, leckere, reife Himbeere kann ich mir auch noch holen. Wir haben eine Sorte, die zweimal am Jahr trägt. Ich mache mich jetzt ran, einen frischen Krautsalat zu schnippeln und wenn ihr noch Lust habt, etwas mehr von mir zu sehen, könnt ihr jetzt noch schauen, was auf Roccos Kanal im Sinne von Bushcraft, Trekking, Survival und Outdoor auf unserer Reise gemeinsam in den letzten 2 Wochen so passiert ist. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben, und tschüss!